Ja, nicht wirklich, ne? Oder? Egal. Ist ja nur des Gickes wegen. So. Straßenschilder, hier vielleicht, das macht sich da, hier wird es am ehesten hinpassen. Boom. So. Ein paar Straßenschilder, was ist mit Grenzenbogen, Zaun, Zierstrauch, Zierbaum. Vielleicht hier so Zierbaum hin. Achso, ich glaube, da habe ich ein Straßenschild in Auftrag gegeben. Hier ist noch ein schöner Platz für einen Baum. Hier vielleicht auch noch. So. Okay. Und vielleicht hier so mittendrin. So ein Bäumchen. Hm? Macht doch bestimmt was her. So, okay. Bringt das überhaupt was? Ein paar Straßenschilder sind da schon gebaut worden, aber ich sehe ja nicht, dass ich hier irgendwie punktmäßig was verändern würde. Hm. So. Versuch was wert. Okay. Achso, ja, was hast du? Oh, 288. Ich hab vor lauter Punk und Dingskirche und hast du nicht gesehen. Dann natürlich vollkommen aus dem Blick verloren. Bäckerei, bitte Bäckerei, bitte. Schnell Bäckerei. Wäre super. 206. Spannendes Lotto spielen. Unfassbar. So, okay. Die sind komplett. Hier ist noch nichts komplett. Dann haben wir noch einen zweiten. Mal eine Prio drauf, damit das relativ fix hier hochgezogen wird. So, vier Dorfbewohner fehlt es am Platz für Häuser. Jetzt geht das los hier. Wie sieht es überhaupt hiermit aus? Das, immerhin 48. Auch 48. Gut, die teilen sich das. Ansonsten. Ja, die wohl einigermaßen zufrieden hier. Wie sieht es da vorne mit den Bäumen aus? Also die sind in den letzten Zügen. Mehr oder weniger. Gut. Also. Baumäßig alles klar. Dann würde ich den hier noch in Auftrag geben. Also noch dazu packen. Warte mal, die Karten haben wir weg. So. Können sich da noch ein bisschen austoben. Ja, Straßenschilder sind. Was machen die denn da? Sind zwar nicht anzusehen. Geldmäßig bin ich wieder ganz unten. Aber irgendwie, dass ich jetzt dadurch hier irgendwie was mit Bunk oder so getan hätte, sehe ich nicht. Auch hier, ne, so. Eher so mäh. Ja. Was ist denn nochmal Bunk bei der Arbeiterschaft? Oh, da tut sich gerade was. Das, da muss ich jetzt aber so langsam intervenieren. Die sind ja fix. Kein Problem. Nein, der ist immer noch. Wir brauchen jetzt ein Forsthaus. Das kostet natürlich Geld. 50er. 50 Gold für ein Forsthaus. Stolze Preise hier. So, wo hat er denn sein? Da hat er seinen Eingang. Dann würde ich sagen, das Forsthaus setzen wir mal hier so hin. Und dann kann der aufforsten. Und zwar würde ich vorschlagen, machen wir das mal so.
Bereich hier. Ungefähr bis hier hin. Sollte reichen. Und dann aufforsten. Sollte das nicht reichen, kann man das dann immer noch größer machen, wenn dann irgendwie doch man merkt, dass auch holztechnisch zum Engpass kommt oder so. Kein Problem. Habe ich denn genügend Leute frei, die ich da entsprechend einsetzen kann? Ich habe einen Arbeitslosen, ja, das passt doch. Was braucht der? Alles, was er braucht, hat er schon. Wie sieht's mit dem Lager aus? Ja, das wird langsam weniger. 48 und 50, das sieht doch immer noch gut aus. So, ja, damit ist das Forsthaus auch schon fertig. Komm, Agnes, kümmere dich um unseren Baumbestand. Der schrumpft nämlich gerade. So, wie sieht's hier aus? Da ist alles bis auf einen Platz belegt. Die Müller sind komplett und hier ist noch alles im Bau begriffen. Das, was da noch fehlt, sind Werkzeuge. Die sollten aber dann auch flugs gebracht werden. Ich glaube, Werkzeuge sollten wir mehr als genug haben, ja. Kaufe ich vielleicht ein bisschen zu viele Werkzeuge ein. Vielleicht sollte man das vielleicht ein bisschen reduzieren. Handel, 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 Handel. Noch 20 runter. Konsumdorfbewohner 112. Handelseinnahmen 0. Was wollen die jetzt? Die mit ihren Fischen, das ist ja schon fast krankhaft. Gesamt minus 10. Hä? Einnahmen, Konsumdorfbewohner 296. Handelseinnahmen 113. Gesamt minus 100. Unterhaltskosten 102. Oh. Und Steuer von. Ich habe zu hohe Unterhaltskosten. Ja. Meine Ausgaben. Finde ich nie so gut. So, die Försterin arbeitet schon. Das ist gut. Habe ich gerade neue Leute bekommen. Sagen, ja, zack, bumm, dann sind wir da, guck mal komplett. Das kann nicht verkehrt sein. Ja, und ich weiß, ich brauche dringend Textilien und so, aber ich habe im Augenblick nicht die Knete dafür, um da was, oder? Moment, ich guck mal ganz. Ja. Ich da jedes Mal, ich weiß nicht, warum ich das immer dahin klicken will. Eine Schäferei. Was kostet uns eine Schäferei? 50. Die habe ich gerade. Ist natürlich jetzt die Frage, wo setzen wir die hin? Ja, gut bedacht sein. Da fallen gerade die letzten Bäume. Wo setze ich jetzt am dümmsten? Am schlechtesten, am wenigsten durchdacht in die Schäferei hin.
hier so Schäferei hat, dann da irgendwie hier so die Produktion, ne, dann die Produktion dann so in diese Richtung wandert. Weil das ist ja dann das letztendlich Wichtige. Und ich setze die mal so ins platte Land. Auch wenn das vielleicht nicht die cleverste Geschichte ist. Wir brauchen dann die Weberei, die würde ich dann daneben platzieren. Die kann ich jetzt noch nicht bauen, also hier zumindest in der Nähe platzieren. So war die Überlegung dann, dass man hier so ein oder zwei, also erstmal einen natürlich, und später vielleicht zwei oder so, Weber hat. Und so weiter und so fort. Kann aber noch ein bisschen dauern. Wie sieht es denn überhaupt aus mit Großprojekten, wie beispielsweise eine Brücke oder so? Sollte ich die hier schon bauen? Hier vielleicht so rüber wechseln kann und dann hier sich mal so ein bisschen umtut. Hm. Ich warte erstmal noch. Nichts übers Knie brechen, das ist, kommt nie gut. So, okay. Mit der Bäckerei, da zieht sich aber ganz schön hin. Ne? Materialien sind alle da. Und wir haben, glaube ich, immerhin drei Bauarbeiter und hier keine anderen Bauprojekte im Augenblick. Ja gut, das, ja gut, den habe ich jetzt direkt wieder ausgeblendet gehabt, aber das ist nicht so ein Riesending. Ne? Also, okay. Bisschen was brauche ich schon. Nun gut, nun gut, nun gut, nun gut. Wie sieht es hier mit Leuten aus? Ein Arbeitslosen oder ein Arbeitslose in dem Fall, aber das soll eine Bäckerin werden. Das sieht doch gut aus. Es wird doch, es wird doch. Komm, Jean, du bist es. Du schaffst das. Noch ein paar Hammerschläge und dann ist das Ding fertig. Noch nicht so schwierig sein. Du hast doch alle Materialien da und du bist unser Held hier. Da klopft er auf die Erde und schlägt aus der Erde dieses Gebäude. Was sucht der da? Es ist faszinierend. Ja, siehst du, Ding, so geht's. Bäckerei fertig. So, nur ein? Nee. Ist noch niemand dazugekommen. Immerhin, wir haben einen Bäcker, wir haben einen Bäcker, wir haben einen Bäcker. Dann wäre vielleicht an der Stelle hier ein Lager vielleicht nicht so die ganz dumme Idee. Ich weiß es nicht, aber ich probiere es einfach mal aus. So, öffentliches Gebäude. Sägewerk, Dingenskirchen, Lagerhaus. Ach, das kostet auch wieder und ich habe nichts mehr. Am besten so, wenn überhaupt. Also geldtechnisch ist es ja im Augenblick ein echtes Problem. Ne? Also ein bisschen anpassen an den Weg, der da so herum existiert. Ah ja. Unsere Bäckerin fängt an, sich mit ihren benötigten Rohstoffen zu versorgen. Da geht es ja auch zum Brunnen. Das ist ja schön. Wir kriegen ein bisschen Geld rein für ein eventuell zu bauendes Lager. 39. Ich mache erstmal wieder Pause. Minus 8. Soll nicht wahr sein. Ja gut, kann natürlich sein, dass immer noch nicht genügend nochmal schnell Marktplätze habe, viel mehr Stände habe halt, ne, wo dann Sachen entsprechend verkauft werden. Gut, der Schäfer ist jetzt fertig. Ich würde hier ganz gerne ein Lager hinsetzen. Wäre das möglich, dass man da 50 Gold für irgendwie einnehmen kann? 16. Nix. 24. Noch die Hälfte. 32, die Richtung stimmt. 40, das sieht gut aus. Was
erstmal uninteressant. Da kommen jetzt die 10 Gold, die müssen ja doch irgendwo herholen können. Das ist ja wohl nicht wahr. Achso, nee, das ist die Fusterei. Habe ich überhaupt die Möglichkeit im Augenblick hier einen Schäfer natürlich nicht Schafe züchten? Hier. Oh. Ja gut, dann lassen wir das erstmal auf bei den Vieren. Auf der anderen Seite, ich baue hier Gebäude und habe da überhaupt nicht die Leute für. Auf der anderen Seite, was man dann halt an Gebäude hat, das hat man, dann kann man die entsprechend dann halt einsetzen. Und muss nicht erst noch lange warten, boah, bis die dann gebaut sind. So, zack. Ja, also sozusagen auf Vorrat schon mal da Sachen anbauen und so. So, ist hier immer noch kein... jetzt haben wir da die Rose, die macht das. Gut. Ja, dann geht's bald los hier mit Kleidung und so. Wie sieht's hier mit Brot aus? Dann würde ich vorschlagen, ich mache hier mal noch so einen Lebensmittelstand hin. So, oh, der ist vielleicht ein bisschen... Oh, das passt schon. Dann, Schild. Machen wir doch ein bisschen näher ran. Boah. Ich glaube, so geht das. Und dann kann man das Ding bauen. Dann wird dann da Brot verkauft. Und oh, wir haben hier auch schon Probleme. 4 Dorfbewohnern fehlt es an religiöse Betätigungsmöglichkeiten. Jetzt geht das los. Ja, und 6 Dorfbewohner haben keine Häuser und so, keine Unterkunft. Wird langsam eng hier. Ich würde mich ja gerne in diese Richtung irgendwie ausweiten, nur leider, ne, fehlt mir dafür die Kohle. Denn ich glaube nicht, dass ich noch ein weiteres freies Territorium habe. Das waren wohl 2. Und ja, genau. Und da brauche ich ein wenig Geld, um mich da jetzt entsprechend bereit machen zu können oder so. Oh! Oh. Hier geht es so langsam, aber sicher. So langsam aber sicher. Und Holzflöten. Das heißt, ich habe hier ein Holzfällerlager. Hier vielleicht noch eins hin oder da oder so. Obwohl, das wäre nicht so richtig am Weg. Da kommen 2 neue Leute. Das ist auch nicht verkehrt. Holzfällerlager. 20 habe ich gerade. Die aber Holz weg. Komm, egal. Ich muss ein bisschen die beste. So, nicht wahr. Was? Minus 78? Dann überlegen, hier mit Bauen und so kannst du ja nicht, ne? Ist er denn wahr? Wir haben massive Geldprobleme. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wieso haben wir auf einmal so massive... Sonst hast man immer irgendwo so seine 500 relativ schnell zusammenbekommen. Das war auch kein Thema. Aber die haben da irgendwas verändert in Bezug auf Kosten bzw. Einnahmen und so weiter. Habe ich so das Gefühl. Ich kann mich auch irren. Vielleicht habe ich auch irgendwo einen ganz dicken Fehler gemacht, den ich noch nicht entdeckt habe. Und aus dem Grunde geht es mir im Augenblick nicht so gut, was... Nähte anbelangt. Na gut, dann muss das hier erstmal noch ein bisschen warten.
Da sind noch Bäume abzuholzen. Hier ist alles erstmal so weit weg. Dann machen wir das auch hier weg. Hier gibt es nichts mehr abzubauen. So. Ratzfatz weg damit. Was ist das denn? Ja, super. Genau da, wo die Bäume sind. Deshalb stehen die da noch. Ich bin gewundert. Ich denke, warum tut sich hier nichts? Ja, das mit dem Markieren, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Da können schnell mal Lücken entstehen. Und dann ist es zwar nicht so schön, aber auch kein Beinbruch früher oder später kriegt man es ja mit. So, kann ich den Marktstand hier besetzen? Das geht. Dann wird hier Brot angeboten. Muss hier noch ein Bäcker? Ja, hier muss noch ein... Oh, ja, den habe ich dann nicht mehr. Müssen wir noch warten. Gut, 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 gut. Ja, ja, das mit dem Geld, das ist, da macht mir ein bisschen Sorgen. Ah, hätte ich jetzt so nicht mitgerechnet, dass das sich dermaßen negativ bemerkbar macht. Mit den Unterhaltskosten, also mit den Gebäudenkosten und so weiter und so fort. Weil ich das so nicht gewohnt bin. Ja, das war, wie gesagt, ich kann es nur noch mal zum 1000. Mal wiederholen. Das war früher alles anders. Früher war alles besser. Das macht einfach natürlich jetzt das Leben ein bisschen schwer. Oh, das muss ich aber jetzt noch schnell irgendwie hinkriegen. Holzfällerlager, komm, egal. Sag um, hin damit. Auch wenn das jetzt da jetzt ein paar Bäume wegnimmt, ist mir egal. Dann können wir hier halt Holz abbauen, da halt Holz abbauen und der Förster sieht zu, dass hier entsprechend die Sachen, oder die Försterin in dem Fall, dass hier die Sachen entsprechend nachwachsen können. Und dann kommt das Ding weg. Oh. Ja, dann hier. Zack, zack, zack. 68 sind da noch drin. Wow. Ja, und das muss dann halt auch umziehen. Ja, das würde ich dann hier so hin platzieren wollen. So ungefähr. Und dann haben wir hier unsere Holzproduktion. Ob das dann da bleiben wird, ist dann noch die andere Frage. Vielleicht wandere ich auch holzproduktionstechnisch komplett aus. Ja, hier so hin eventuell oder so. Es gibt ja genügend Möglichkeiten, wie man sich ja austoben kann diesbezüglich. Ja, eine neue Sammlerhütte würde ich da gerne auch noch unterbringen. Ach, diese, die habe ich komplett aus dem Blick verloren. So. Das muss sein. Habe ich für die gute Dame hier auch noch Verstärkung? Sehr schön. So, das ist schon mal nicht verkehrt. Das freut mich. Achso, das sind die Leute, die jetzt sich gerade entlassen haben. Deswegen, naja, okay. Das macht aber nichts. Wir bekommen auf jeden Fall genügend Personal, also neues Personal rein, früher oder später. Wir sind aber immer noch gut drauf, ne? Obwohl da 6 Leute irgendwie mit Glauben und so sich ein bisschen benachteiligt fühlen. Da müssen die jetzt mal durch. Die müssen zu Hause beten. Wir haben 3 Arbeitslose hier rumhängen. Okay, dann sind das doch die noch hier irgendwie. Ich schau mal, das ist jedenfalls gut zu wissen, dass wir hier soweit alles klar haben, dann würde ich doch zumindest einen dafür opfern hier, ne, damit das Lagerhaus in Betrieb genommen werden kann. Geldtechnisch sieht es im Augenblick richtig gut aus. Oh, das muss ich ausnutzen. Das muss ich sowas von ausnutzen. Wir brauchen eine Weberei. Wir brauchen eine Weberei. Wo hat die gute Weberei ihren Eingang? Dort. Dann würde ich doch sagen, wenn hier der Weg ist, dann würde ich hier die Weberei hinsetzen wollen. Das machen wir auch. Und was kostet die Schneiderei? Kriege ich die auch noch hin? Das sieht, glaube ich, bis jetzt ganz gut aus. Die hat da ihren Eingang. Dann setzen wir hier den Schneider hin. So, dann haben wir da unsere entsprechende Produktion, ne? Hier auch Wolle, da dann halt Stoffe und also eigentlich Wollstoff und dann hier entsprechend Klamotten, damit wir unseren Leuten dann auch Anziehsachen präsentieren können.
Wie sieht's denn hier mit Handel und Wandel aus? Ah, ich könnte hier eine weitere Handelsroute freischalten, braucht dafür wenigstens 20 Brot. Und 20? Nun gut. Überhaupt, wie sieht es denn hier brottechnisch überhaupt aus? 23 hat sich verkauft, 21. Ah, 21, das sind die 21, glaube ich, die da auf dem Warenplatz sind. Okay. Vielleicht bringt das Brot jetzt auch ein bisschen mehr hier. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ein bisschen mehr Geld. Wäre jedenfalls schön. Gut, ja, dann würde ich doch sagen, so, ne, es läuft vielleicht nicht hundertprozentig rund, aber es läuft so langsam an. Wir kommen so Stückchen für Stückchen, genau wie ich jetzt hier gerade vorwärts. Ja, kann sich doch einigermaßen sehen lassen. Ich komme ein bisschen näher ran an das ganze Geschehen hier. So, ne, dann würde ich hier so in dem Bereich dann auch die Landwirtschaft weiter ausbauen wollen, sobald ich da in der Lage bin, halt Grundstücke zu erwerben. So, da sind zwei neue Dorfbewohner, die sich uns anschließen wollen. Da ist unsere Försterin eifrig dabei. Ja, das kann sich doch sehen lassen, würde ich mal behaupten. Ja, Kirche ist das nächste Thema. Ne? Wir haben ja hier schon so ein paar Leute, die sind am Meckern, weil sie nicht keinen Platz haben zum Beten, also zum gemeinschaftlichen Beten, und nur zu Hause beten finden die langweilig. Aus irgendwelchen Gründen. Und ja gut, dann brauchen wir irgendwann noch eine weitere Kirche. Das sollte aber auch nicht das Problem sein. So, hier hängen jetzt ganz viele Leute rum, die, glaube ich, noch nichts zu tun haben oder so. Vermute ich mal ganz stark. Oder vielleicht auch einfach nur da rumstehen, weil sie kein Zuhause haben. Auch diese Möglichkeit besteht. Gut, wie dem auch sei und was da auch immer noch offen ist und was wir noch zu tun haben und dergleichen, all dieses und weiteres werden wir dann in der nächsten Aufnahmesession und den daraus sich ergebenden Folgen erleben. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute. Genießt den Tag.